vielbeachteter Auftritt der Laienschauspielgruppe Fischerment mit dem Nestroy-Stück Der Talisman. Einen Blick hinter die Kulissen sowie einen Auszug aus der Premierenvorführung sehen Sie im nächsten Beitrag. Der Horror an falschen Gemütsein ist das Dümmste, wann die Leute noch die Horrorurteile. Kultur wird in Fischerment großgeschrieben. Kultur wird bei uns großgeschrieben, das schon seit Jahrzehnten. Und heute haben wir Premiere einer Theatergruppe, die es auch schon viele Jahre in Fischerment gibt. Und wir sind sehr stolz darauf, dass wir solche Leute haben, die so großartige Dinge auf die Bühne bringen. Es geht um Ausgrenzung, die Schwierigkeit, die es mit sich bringt, mit roten Haaren im Leben zu bestehen. Es geht darum, dass man falsche Vorurteile hat und wie man die abbauen könnte. Ist der nicht von Droh? Die kennt bei uns ja jeder. Ist ja auch nicht zum Übersehen, so wie die ausschaut. Aber dabei mag ich gar nicht einmal so unsauber. Ja, aber eine lassen du nicht, die passt nicht zu uns. So einfach kommst du nicht. Und wieso nicht? Ich glaube, du hast eine Veranstaltung. Warum? Was bist du? Trotzdem. Warten Sie auf jemanden oder sind Sie allein da? Ich bin allein. Ja, die Quandl, tust du nicht ein? In der Rolle werde ich von allen verachtet und es ist nicht leicht, mit roten Haaren durch die Welt zu gehen. Aber Quandl lassen sich doch bekanntlich auszählen. Und dann schaut die Sache gleich ganz anders aus. Vielleicht sogar noch interessanter, ne? Ja, ich bin sicher, dass Fräulein noch zwei überzeugende Argumente. Ist die Rolle auch eine neue Erkenntnis fürs Leben? Nein. Also ich glaube, es gibt durchaus bestimmte Vorurteile, die immer noch existieren, aber nicht gegen rote Haare. Rote Haare sind mittlerweile schon normal. Hören Sie das? Hören Sie dieses gefährliche Knurren? Das ist mein Magen. Der braucht einen Nachschlag. Welche Rolle spielt die Kultur in Fischerment? Ja, Kultur wird bei uns großgeschrieben. Kultur gehört zur Heimat, zur Identität in einer Gemeinde. Und das ist uns ja im Fischerment ein großes Anliegen, dass wir hier das Gemeinsame stärken. Und hier ist die Kultur ein gutes Mittel dazu. Ich habe schon sehr viele Aufführungen hier gesehen und sie waren erstaunlich gut. Es wundert mich nicht, weil ich mit dem Franz Herzog ja schon gearbeitet habe am Volkstheater und in Bregenz. Und es ist ganz erstaunlich, was er aus den Leuten herausholt. Wir freuen uns jedes Mal, dass wir eigentlich jedes Jahr immer mehr Zuschauer anziehen können und ansprechen können mit unseren Stücken. Manch blattgelockter Jüngling ist am Tag so still und schmachtet, warum? In der Nacht kommt das Fühl. Und mit weißgrauen Haar schauen die Herren aus so gescheit und sind oft verrückter noch als junger Leute.